Spüre deine Liebe, weil du der eine bist. Du vertreibst meine Zweifel, weil du mir immer Hoffnung gibst. Ich bin deine stolze Frau, deine Umarmung gibt mir Kraft, sodass ich gar keine Zweifel mehr hab. Hey Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir fahren jetzt nach Bonn und werden da ein bisschen spazieren. Ich werde euch mitnehmen und sagen es gleich. So, wir sitzen jetzt im Auto. Mein Bruder ist natürlich mit dabei. Willst du dich nicht zeigen? Wie geht's? Gut. Gut, gut, gut. Ja, die Kinder sind auch am Start. Wer sagt nochmal am Start? Ach so, oh, Dad. Ja, wir fahren jetzt nach Bonn. Ups. Und dann mal schauen. Hast du irgendwas im Kopf, was du willst? Was du holen willst? Nein? Ich auch nicht. Nee, guck mal, hier sind Bügelperlen. Okay, Leute. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Bis gleich. Bist du müde? Wake up at your place. Wake up at mine. Same question always. I'm getting tired. We could have breakfast, counting your freckles, close to the west coast. How about that? Why don't we just get a place together? Mornings in our own bed, so much better. Balconies and bathtubs, what you want? Why don't we just get Wir sind gerade auf Klo und ich muss sagen, Bonn gefällt mir richtig, richtig gut. Lina, willst du das Geld der Frau geben? Ja, das ist cool. Gibst du das Geld der Frau? Kannst du auf den Teller legen, ja? Wer ist ein Teller? Zeige ich dir jetzt. Wake up at mine. Balconies and bathtubs, what you want? Why don't we just get a place together? Ich hab was zu sagen, ich bin da. Ich bin was hier.
Calvin Klein. Yakıştı ha. Ama onun şeyi de vardı, 36. Bir tane 36 nerede bu Calvin Klein? Neymiş das? Die anderen. Ballerina. Yes. Bak o daha güzelmiş siyah. Büyük emel 37 yes. Bu. Ya. So ihr Lieben, ich habe gestern nicht mehr weiter gefilmt. Wir sind nur noch nach Hause gekommen und waren platt. Ich habe auch nicht viel gekauft. Ich zeige euch mal kurz, was ich gestern gekauft habe. Also bei TK Maxx habe ich mir so ein Springseil gekauft. Das will ich jetzt zu Hause machen an den Tagen, wo ich nicht zum Sport gehe. Und ich habe mir noch so ein Sport-T-Shirt geholt, weil ich habe nur eins. Ja, und das habe ich jetzt in M geholt, damit das ein bisschen breiter ausfällt. Das muss nicht ganz eng sitzen, finde ich. Dann waren wir gerade bei, ich war beim Zahnarzt. Meine Mama hat auf Lia aufgepasst und währenddessen, also nachdem wir beim Zahnarzt fertig waren, haben wir bei DM kurz einen Abstecher gemacht. Und zwar wollte ich für die Erzieher so Tütchen vorbereiten, habe ich jetzt auch gemacht. Und zwar sind das einfach diese Profissimo-Tütchen. Und dann habe ich hier so ein Badesalz reingemacht, das heißt Tag am Meer Pflegebad. Dann habe ich hier so einen Tee, das ist hier Calm and Relax. Ich fand das voll cool. Dann ist hier noch zwei Merci-Riegel und einmal ein Rocher mit drin. Und da wollte ich das wollte ich einfach so zukleben und dann draufschreiben Urlaub in der Tüte. Ja, das habe ich einmal für die Erzieher gekauft, weil morgen ist Linas letzter Kindergartentag und dann hat sie ja 3 Wochen Urlaub, also Ferien. Dann gab es einmal für 3 noch was, diese Gelstifte bei Lidl, die habe ich für Lina mitgenommen. Da sind 10 Glitzerstifte, 10 Neon und 10 Metallicstifte dabei. Ich mag sowas auch sehr gerne, muss ich gestehen. Dann habe ich für mich einen Salat mitgenommen. Ich esse ja jetzt öfter Salat. Für Lina und für Audem habe ich Preiselbeeren mitgenommen. Die lieben das total. Und Kirschen waren im Angebot, die habe ich auch mitgenommen. Ich hoffe, die essen das auch. Ich packe das mal hier hin. Und dann habe ich Gewürze geholt. Also Pflanzen geholt. Weil wir haben jetzt die ganzen Blumen abgemacht, weil die waren einfach Müll. Die waren echt für Müll. Kauft keine Blumen bei Aldi und Lidl. Ich sag's euch, meine Mutter hat die auch weggeschmissen. Da kommen voll die Tierchen und so, obwohl sie meine Mutter pflegt, die wirklich top. Ich dachte, das liegt an mir, aber das liegt echt an den Blumen, weil die halt so günstig waren. Deswegen haben wir halt, heißt das Gewürze? Ja, deswegen haben wir auf jeden Fall zweimal Minze gekauft, das ist mit dem Blumentopf, also mit Erde. Dann haben wir zweimal Basilikum. Nee, sorry, dreimal Minze, oder? Ich muss mal schauen. Genau, Minze haben wir. Zweimal. Basilikum haben wir. Zweimal. Dann habe ich hier noch Petersilie. Und das ist auch nochmal Minze. Ja, das machen wir aber morgen, weil das ist morgen zu Hause. Da wollten wir gute Erde kaufen. Bei Obi, dann fangen wir morgen zu Obi und ja, haben wir alles eingepflanzt. Wir müssen ja auch noch die alte Erde erstmal wegschmeißen. Ich bringe das jetzt alles auf den Balkon und stelle das da hin. Ja, und dann machen wir das morgen. Nach einer langen Zeit gibt es wieder ein Chicken-Haul. Ich habe mir einmal diesen Crop-Top ausgesucht hier. Das ist One Size, das heißt, das passt bis zu einer L. Und dann habe ich noch diese Hose hier bestellt. Ja, man sieht ein bisschen meinen Bauch hier. Aber das stört mich ehrlich gesagt jetzt nicht so sehr, ob ich das jetzt anziehen würde. Ich glaube erst, wenn ich noch ein paar Kilos verliere, dann auf jeden Fall, aber jetzt gerade noch nicht. Übrigens könnt ihr mit meinem Code 20% sparen. Ich verlinke euch den natürlich und verlinke euch auch alle Klamotten, die ich bestellt habe. Ich habe ehrlich gesagt Hosen bestellt, weil ich Hosen brauche. Eine Bluse, diesen Crop Top und ich habe noch ein Kleid bestellt. Genau, einmal das.
Ich finde es halt ganz schön, nur mein Bauch stört mich. Aber ich habe auch gerade gegessen und ja. Immer dieselbe Ausrede, ne? Ich habe gerade gegessen. Naja, auf jeden Fall ist das mein erstes Outfit und ich finde es gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. So, ihr Lieben, ich habe dasselbe jetzt nochmal in lila an. Und wie gesagt, ich muss noch ein bisschen abnehmen. So kann ich das definitiv nicht anziehen. Aber es ist halt sehr, sehr bequem und du kannst dich halt bewegen, wie du willst. Es ist halt ein bisschen länger, aber das kann man ja kürzen lassen. Ich bin sonst so zufrieden, aber mein Bauch nervt mich halt gerade. Deswegen würde ich es jetzt auf jeden Fall noch nicht anziehen. So, das ist das nächste. Ich fühle mich schon viel, viel wohler. Und zwar ist das dieses Kleidchen hier. Und ja, es hat an den Seiten auch einen Schlitz. Nicht allzu lang. Also für diejenigen, die es nicht so offen mögen, ist das auch perfekt. Auch perfekt zum Picknicken jetzt. Wir wollen Montag picknicken, da würde ich, denke ich, mal das anziehen. Weil wir haben da 29, 28 Grad. Und das passt perfekt, das ist halt komplett geschlossen. Ich finde es voll schön. Das ist auf jeden Fall das Vorletzte und jetzt kommt das Letzte und das ist ein Oberteil. Da bin ich echt gespannt, wie das aussehen wird. Ich werde das jetzt mit meiner Lederhose kombinieren und ihr könnt ja mal sagen, wie ihr das findet. Auch die Muster und so, eigentlich ist das nicht meins, aber ich dachte mir, einmal kommen mal was Neues. So, Mädels, ich meine, dieses Oberteil, das könnt ihr entweder so gekrempelt lassen oder ihr macht die Arme zu. Das ist jetzt einfach in meine Hose hier reingesteckt. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Man kann es jetzt halt entweder so tragen. Da sind übrigens Elefanten drauf. Ich denke mal, das ist so ein schöner Samtstoff. Und der ist so schön weich. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man da drin schwitzt oder so. Ich guck mal jetzt, wie das so ausschaut. So sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Man könnte es halt auch so anziehen, ne? Wie man halt mag. Und hinten ist es halt auch ein bisschen länger. Finde ich richtig cool. Also das würde ich auch so anziehen mit so einer Lederhose. Voll chillig. Mal was anderes, nicht immer dasselbe. Ja, das gefällt mir auch richtig gut. Ich habe euch wie gesagt alles verlinkt. Mit meinem Code bekommt ihr 20%. Und der ist, glaube ich, auch die ganze Zeit gültig. Aber ich habe jetzt einen neuen. Und den verlinke ich euch auch natürlich hier einmal. Und auch. And
So ihr Lieben, the next day. Ich bin jetzt vor der Tür bei Mama, die ist nicht zu Hause. Aber wir gehen ein bisschen mit den Kindern spazieren, mit meinem Bruder zusammen. Ja, meine Mama ist mit meinen Tanten zu Picknicken gegangen und ich gehe mit den Kindern jetzt, hier spazieren. Machen wir uns einen schönen Tag und später müssen wir einkaufen in Arkaden, weil, wie gesagt, gestern war das Auto kaputt. Ja. Mama. Guck mal, Lina. Guck mal, Lina. Das ist doch kein Loch. Er hat es falsch gesteckt. Ich dachte, es war ein Loch, aber es ist nicht. Der ist echt süß, ne, Hakan? Das ist das Rotterback. Einfach so einquetschen. Anna, warum macht er sowas? Ne? Bestimmt macht er einen Dreck. Au! So, wir sind jetzt in den Arkaden und, kann ich dir mal zeigen, wir werden jetzt kurz zu Müller gehen. Wir haben nämlich die App runtergeladen und mit der App kriegt ihr 5 Euro, so ein 5-Euro-Coupon. Und wir dachten uns, dann können die Kinder sich was aussuchen. Also Lina was für 5 Euro und Lia was, obwohl Lina hat Taschengeld, also sie könnte es auch mitverrechnen, nachdem. So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause, wir waren kurz in den Arkaden. Heute hat sich 2 Kurzhosen gekauft, wir waren bei Müller. Bei Müller gibt es momentan eine Aktion, wenn ihr die App runterlädt, kriegt ihr einen 5 Euro Gutschein und es ist egal, für wie viel ihr einkauft. Also ihr könnt auch für 5 Euro was kaufen und dann kriegt ihr das komplett umsonst. Genau, das ist einfach die Müller App. Ein kurzer Tipp von mir. Wir haben das jetzt auf beide Handys installiert. Lina hat sich Knete ausgesucht
Hier musste ich jetzt 86 Cent drauf zahlen. 84. Ah ja, so hat die Königin gesehen. 84 Cent. Und ja, ich wollte Knete, deswegen hat sie Knete bekommen. Also kann ich euch nur empfehlen. Aber jetzt nicht auf die Idee kommen und mit 500.000 E-Mails anmelden. Boah, stell dir mal vor, das kann man ja machen. Ja, dann. Das ist aber dann Müllers Schuld. Sollen die machen. Oder du musst dich mit dem Ausweis ausweisen, am besten so. So, dann haben wir einmal Chicken gekauft, den Türken. Paprika. Wir haben das Spiel gekauft, weil Audel hatte Hunger. Und wenn Audel hungrig ist, wie nennt man das nochmal? Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Oder? Hä? Was willst du von mir? Salami, Sticks. Dann, die schmecken richtig, richtig lecker. Dann haben wir arabisches Brot, das darf nie bei uns fehlen. Eine Aubergine. Ich glaube, ich mache morgen irgendwas mit Auberginen. Das heißt, irgendwas einfach Hackfleisch mit Auberginen. Oder hat wieder mal zugeschlagen bei Yum Yum. Da hat auch letztens jemand geschrieben, dass Yum Yum Krebs macht. Chips macht auch Krebs und Sonne macht auch Krebs. Oh, alles macht Krebs. Was sie gar trinke. Nichts mehr machen. Nochmal. Dann nochmal Milchburger. Die will ich die ganze Zeit auch mal selber ausprobieren, aber ich schaff's irgendwie nie. Oder mach's einfach nicht. Und dann haben wir hier Bamia. Ich weiß, wolltest du das Montag machen? Nee, Montag grillen wir. Wann wolltest du nur das machen? Oder soll ich das machen? Ich kenne das nicht, ne? Wie du. Oha, Schatz. Wie viele Kilo sind das? Was? Gurken. Oh, unsere Kinder lieben Gurken. Dann habe ich für die Kinder das hier geholt. Das sind diese Geflügel-Freddy-Fuchs-Würstchen. Ey Leute, ich finde, die sehen so eklig aus. Sorry, man sagt sowas nicht zum Essen, aber... Was? Das hier. Das sieht echt eklig aus, aber die Kinder lieben das. Die haben schon eine Packung zusammen, zu zweit verdrückt. Und die Kleinen sind teurer. Ich glaube, das hat jetzt eine Packung 1,90 Euro gekostet und das geht natürlich voll klar. Für die Kleinen zahlen wir schon 1 Euro noch was. Ich brauche nur eine Hose. Und diese Milchschweinchen mag Audel total. Also Audel hat uns damals damit angefixt. Und die Kinder mögen das momentan auch. Und die gibt es nicht so oft. Es gibt eigentlich immer die, die mit Schokolade gefüllt sind. Da gab es jetzt 3 Stück und alle 3 habe ich mitgenommen. Ja. Und was noch? Achso, und Audel hat sich 2 Hosen geholt. Ja, ist doch gut. Ach krass, die haben Reißverschluss? Nee, die nicht. Der hat keinen Reißverschluss. Ja, ach, das ist aber das auch ein anderer. Das ist meine alter Lange. Ich denke, warum ist das so warm? Audel hat sich so eine Jogger-Shorts geholt. Das hat jetzt gekostet 15,99 €. Also natürlich mit 3%. Ach krass, das hat vorher 18 Euro gekostet, Schatz. Guck, das ist reduziert. Ja. Die ist aber so durchsichtig. Viel Arbeit, ja. Das ist durchsichtig. Guck mal, krass, das ist durchsichtig. Als ob Leute meinen Arsch gucken. Vor allem bei Frauen gucken die Männer. Ja, bei Frauen. Ich bin aber keine Frau. Aber Männer gucken auch bei manchen Männern. Ja. Warum schmeißt du die Tüte jetzt weg? Und dann suchst du... So ihr Lieben, ich weiß gar nicht, wie lange der Vlog jetzt geht, wie immer. Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt und wir sehen uns hoffentlich übermorgen wieder. Sie haben keinen Bock mehr auf dich. Habt ihr keinen Bock mehr auf mich? Nein, ich weiß auch nicht, was ich morgen mit den Kindern mache. Ich denke mal, wir gehen auf jeden Fall auf den Spielplatz, weil morgen haben wir 28 Grad. Oder soll ich lieber den Planschbecken auffüllen? Was sagst du? Keine Ahnung, Schatz, lass mich in Ruhe, ich bin müde. So Leute, also passt auf euch auf, bleibt gesund wie immer und bis zum nächsten Mal. Tschüss!